Ja, wie sieht es eigentlich bei Ihnen mit Sport aus? Jetzt in der dunklen Jahreszeit, liebe Zuschauer. Schaffen Sie es dann auch vor die Tür oder liegen die Sportklamotten schon sicher verwahrt im Schrank und warten aufs nächste Frühjahr? Für alle, die es jetzt im November nicht wirklich vor die Tür zieht, haben wir jetzt mal ein paar Tipps, mit denen Sie auch im Spätherbst garantiert sportlich aktiv bleiben. 98, 99, 100. Geschafft. Das waren erst 10. Ach komm, mir ist schon warm. Ist schließlich schwer genug, sich jetzt überhaupt dazu zu motivieren, draußen Sport zu machen. Gut, wenn man dann einen Trainingspartner und Profi wie Michael dabei hat. Und weiter geht's mit der nächsten Übung. Okay. Fitnesscoach Michael Hambloch schwört auf Sport draußen. Wind, Kälte, Herbstwetter, egal. Wer sich jetzt im Freien auf Touren bringt, stärkt sein Immunsystem und bekommt extra viel Energie. Aber nur, wenn man es auch richtig macht. Dazu gehört, bloß keinen Kaltstart hinlegen. Richtiges Warm-up nicht vergessen. Die Muskulatur, die Sehnen, Gelenke, Knochen sind kalt. Ja. Durchblutung muss angeregt werden. Ansonsten besteht Verletzungsgefahr. Und das heißt, wie lang ungefähr und mit welcher Intensität? Ja, Faustregel, 20% des Trainingsumfangs aufwärmen. Auf Betriebstemperatur gebracht, jetzt kurz noch dehnen, heizt den Muckis zusätzlich ein. Fehlt noch das perfekte Outdoor-Outfit, damit Erkältung und Co. keine Chance haben, muss die richtige Kleidung her. Optimal ist der Zwiebellook. Empfehlenswert sind 3 Schichten. Einfach eine Funktionsunterwäsche zu nehmen, die den Schweiß nach außen leitet. Darüber eine Isolationsschicht, die auch wieder den Schweiß nach außen leitet. Und darüber eine Windschutzjacke anzuziehen, die einfach den Körper warm hält und vor allen Dingen auch vor dem Wind schützt. Egal, was man jetzt draußen macht, die volle Ladung Sauerstoff pusht unser Immunsystem. Schon nach 30 Minuten Bewegung an der kalten Luft pulsieren über 30% mehr Killerzellen im Blut, die Bakterien und Viren vernichten. Aber Vorsicht, wenn's knackig kalt ist, auf die richtige Atmung achten. Wichtig ist, nicht durch den Mund zu atmen, sondern durch die Nase einzuatmen. Dadurch hat die Luft einen längeren Weg, um sich zu erwärmen und kommt wärmer in den Bronchien bzw. in der Lunge an. Okay. Und ist wesentlich gesünder, weil bei einer Mundatmung das Infektrisiko, die Möglichkeit sich zu erkälten, deutlich ansteigt. 3-mal die Woche Frischlufttraining ist optimal. Bei bis zu minus 10 Grad Celsius kann das der Körper auch gut verkraften. Noch kälter überanstrengt aber Herz und Kreislauf. Draußen gilt, immer in Bewegung bleiben. So bleiben auch die Muskeln warm und man friert nicht. Im leichten Trab nach Hause. Aber jetzt nicht gleich wieder aufs Sofa, sondern mit dem richtigen Cooldown erstmal runterkommen. Auch im Winter ist es wichtig, den Körper langsam wieder runterzufahren. Okay. Gerade wenn man viel geschwitzt hat, ist zu empfehlen, gerade das nasse T-Shirt auszuziehen und ein trockenes zu nehmen. Prophylaxe gegen Erkältungen. Noch ein kurzes Stretching gegen Muskelkater und Verspannungen. Dann Wasser in die Wanne und zur Belohnung ab ins heiße Schaumbad. Ja, und das war's von uns von der Drehscheibe. Die neuesten Nachrichten finden Sie jederzeit im Internet auf heute.de. Wir sehen uns dann morgen wieder und dann schauen wir unter anderem nach Bochum. 2 Polizeikommissare müssen sich dort vor Gericht verantworten. Die Beamten sollten eigentlich eine Frau vor ihrem krankhaft eifersüchtigen Ehemann schützen. Doch während des Einsatzes wird die Frau von ihrem Mann erschossen. Jetzt soll das Urteil gesprochen werden. Mehr dazu morgen. Danke fürs Zuschauen und tschüss bis morgen in alter Frische.